So, der Scrum-Prozess kurz umrissen. Also Scrum in a nutshell, in der Nussschale, also nur grob, worum geht's? Also, es gibt eine Rolle, die heißt Product Owner. Der Product Owner hat sozusagen das Produkt, die Vision, ist für das Produkt verantwortlich. Also das ist, man könnte sagen, früher der Projektleiter. Der Projektleiter, der hält Kontakt mit dem Auftraggeber, der hat die Vision, schaut den Markt an, was geht's, wo sollen wir hin, was sind jetzt in unserem Schritt, in der Phase, in der wir gerade sind, in diesen Mini-Projekten sozusagen, was sind da die wichtigsten Sachen, die wir jetzt umsetzen müssen? Der hat auch einen ganz konkreten Job, nicht nur managen, der muss auch das sogenannte Product Backlog warten. Dieses Product Backlog besteht aus, man könnte sagen, ja, einzelnen Features, Aufgaben, sogenannten User Stories. Und werden wir uns noch anschauen, was ist eine User Story, auch im Verhältnis zum Task etc. Aber man kann sagen, da drin sammelt der die Features und ja, priorisiert die auch und sagt, ja, was ist das? Was ist wichtig? Wir wollen eine, weiß ich nicht, die User-Verwaltung machen können. Wir wollen bestimmte Daten exportieren oder importieren können, in andere Systeme eine Verknüpfung reingeben können etc. etc. Also eine große Sammlung an Featurelisten, wenn man so will. Eine Sammlung, von der wir wissen, die ändert sich ständig. Da kommen vom Kunden neue Wünsche dazu. Vor allem dann, wenn wir ihm eine neue Version geben zum Testen und zum Probieren, dann wird diese wieder auf neue Ideen kommen und dem Product Owner mit diesen neuen Ideen erfreuen. Gut, was haben wir dann noch? Also der macht das Refinement. Und dann gibt es ein Meeting. Scrum definiert eigentlich ganz konkret hauptsächlich Meetings. Ja, es definiert Meetings und Rollen. Und die Rollen, eine Rolle ist der Product Owner, der PO, eine Rolle ist der Scrum Master, und dann gibt es noch das Development Team. So ein Scrum Team kann aber auch Marketing mit beinhalten oder andere Rollen, die nicht nur Entwicklung sind. So, diese machen jetzt gemeinsam ein Meeting, ein sogenanntes Sprint Planning Meeting. Und in diesem Sprint Planning Meeting überlegen Sie schlussendlich, welche dieser User Stories, die im Product Backlog sind, werden wir im folgenden Sprint umsetzen. Also in den nächsten 1 bis 4 Wochen, vielleicht 2 Monaten, je nachdem, wie lange der Sprint ist, das ist einmal festgelegt, bleibt normalerweise auch immer gleich dann vom Zyklus. Was wollen wir da umsetzen? So, warum ist der Product Owner dabei? Der Product Owner ist dabei, weil er ja dieses Product Backlog verwaltet. Der weiß, welche Features sind das nächste. Er weiß, wo soll das Produkt hin. Er ist ja fürs Produkt verantwortlich. Also muss er auch entscheiden können, okay, wo setzen wir Prioritäten? Das Dev-Team ist dabei, weil die müssen ja wisen, was sollen sie umsetzen. Die müssen dem Scrum Master, dem Product Owner jetzt auch ja, sozusagen aus den Rippen leiern, was denn das genau heißt, worum es denn da geht. Wobei das gute User Stories ja bereits können, aber noch Frage-Antwort stehen. Scrum Master auch zum Thema, der ist zuständig, dass das Meeting überhaupt einberufen wird. Der ist so der Coach fürs Dev-Team. Brauchen wir irgendwelche externen Ressourcen? Haben wir das Wissen? Brauchen wir Schulungen? Was gibt es da zu machen? Genauen Aufgaben, zu denen kommen wir später noch. Jetzt mal um den groben Prozess. Wichtig in diesem Meeting wird festgelegt, was wollen die Entwickler oder das Team in diesen Sprint umsetzen. Und das Team committet sich auch dazu und sagt, jawohl, das schaffen wir und will dann eigenständig und eigenverantwortlich agieren. Sie haben die Verantwortung, dass sie dieses Ziel erreichen. Demnach müssen sie auch den Umfang selbst definieren können, und können dann sagen, okay, das wird sich ausgehen, aber dieses und jenes User Story, die nehmen wir nicht mehr mit. Ist einfach wichtig, damit wir auch unser Ziel erreichen können. Denn das Thema Verantwortung und ja, Umsetzbarkeit sozusagen, das muss schon und Entscheidung, das muss schon irgendwie so in einer Hand liegen, sonst geht es ja nicht. Ich kann nicht entscheiden, also wenn ich nicht entscheiden kann, was alles reinkommt als Team, als Entwicklerteam, aber ich bin dafür verantwortlich, dass ich es erreiche, dann geht das auf die Dauer nicht gut. Gut, in diesem Meeting wird sozusagen definiert das sogenannte Sprint Backlog. Also das Entwicklerteam sagt, jawohl, das ist das Backlog, das wollen wir erreichen. Und dann geht's los.
Der 1 bis 4 Wochen Sprint, wie gesagt, vielleicht auch 2 Monate, der geht los. Und in diesem Sprint wird dieses Backlog abgearbeitet, aber nur dieses Backlog und nichts anderes. Und gleichzeitig darf auch der Product Owner in diesem Sprint, wenn das Backlog definiert ist, das Backlog nicht mehr anfechten. Also er darf nicht mehr sagen, hey, mach das noch dazu, tauschen wir das aus. Denn eins ist wichtig, ja, wir wollen auf Anforderungen reagieren, aber nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Also nicht während der Entwicklung eines Sprints darf sich das Backlog nicht ändern. Das Entwicklerteam hat sich ja committed, das zu erreichen. Wenn das ständig sich verändert, dann ja, sind sie wieder da auf verlorenen Posten in Wahrheit. Also, wenn sie sich committed haben auf dieses Backlog, alle gemeinsam, dann wird das auch so durchgezogen. Der Product Owner darf sehr wohl vom Kunden die neuen Anforderungen ins Backlog, ins Product Backlog eingeben, aber nicht ins Sprint Backlog. Das wird dann erst im nächsten Zyklus, im nächsten Sprint entsprechend, ja, mit aufgenommen und durchgeführt. In der Praxis wird der eine oder andere schon sagen, ja, schon, aber mein PO oder unser Chef, der reklamiert immer was rein. Ja, wie gesagt, Theorie und Praxis sind immer zwei Paar Schuhe und wie gesagt, es ist auch nicht, ja, Ausnahmen gibt es immer, Sondersachen gibt es immer, es gibt Teams, wo sich Rollen mischen etc. pp. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wir haben dann als nächstes das sogenannte Daily Scrum. In diesem Daily Scrum ist auch wieder ein Meeting, der Scrum Master ist dafür zuständig, dass es einberufen wird. In diesem Meeting geht es im Endeffekt darum, dass das Development Team für sich eigenverantwortlich und zu sich ehrlich beschreibt, wie geht's uns denn? Sind wir noch dabei, das Ziel zu erreichen? Hindert uns was, das Sprintziel zu erreichen? Arbeitet jeder an dem, woran er arbeiten soll? Braucht jemand wo Unterstützung? Welche Fortschritte gibt's? Soll auf der einen Seite so ein Schulterklopfen sein, soll auf der anderen Seite sein eine Hilfeleistung, Unterstützung, soll aber auch sicherstellen, dass wir das Sprintziel erreichen, dass nicht jemand ja, 4 Wochen Nasenbohrt sozusagen oder an irgendwas herumeiert, ohne eine Lösung zu finden. Ja, also der hat wirklich Probleme, er kann was nicht lösen und holt sich vielleicht keine Hilfe. Und dann erst nach 4 Wochen draufkommen, ist natürlich problematisch. Deswegen ist dieses Daily Meeting da, um auch den Fortschritt zu kontrollieren und zu sagen, sind wir alle noch da, also ziehen wir am gleichen Strang, erreichen wir das Ziel. Wer normalerweise nicht dabei ist, ist der Product Owner. Deswegen hier etwas ja, lustig ausgegraut. Der könnte dazugerufen werden, sollte es irgendwelche Unklarheiten geben im Sinne der Anforderung. Also ist im Sprint Backlog irgendeine Anforderung, eine User Story, die vielleicht doch nicht ganz so klar war, wie es erstmal war. Aber sonst ist er eigentlich nicht dabei. Wie gesagt, das Team agiert eigenverantwortlich und verantwortlich dafür, dass das Meeting aber überhaupt stattfindet, ist der Scrum Master. Das Ziel ist, einen Plan für die nächsten 24 Stunden oder besser gesagt für den Arbeitstag. Ja. Was will ich heute erledigen? Und da gibt es auch wieder ein paar so Sachen, die wir in diesem Meeting dann konkret behandeln werden. Dazu einmal Video zum Thema Meetings, welche gibt es und was sind da wirklich die zentralen Fragen, die gestellt werden müssen. Wichtig ist, täglich soll es dieses Meeting geben. Was passiert nun? Meeting für Meeting, der Sprint schreitet voran und am Ende des Sprints soll ein Prototyp herausschauen. Also ein Produkt, das vielleicht zum Kunden geliefert werden kann. Etwas, das mehr ist als im letzten Sprint. Etwas, das besser ist, was etwas mehr kann, was neue Features beinhaltet und auch funktioniert und getestet ist und ein paar Bugfixes drin sind und solche Sachen. Also das, was sich dem Ziel näher bringt. Das ist jetzt das Ergebnis sozusagen so eines Sprints, ein Prototyp, ein verbesserter Prototyp, ein evolutionärer Prototyp. Und dann gibt es ein Meeting, eine sogenannte Sprint-Retrospektive. Und die ist wieder wofür da? Das ist so eine Art kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ja, der Scrum Master ist wieder mal für verantwortlich, der ist für alle Meetings verantwortlich, und zwar, dass der Ablauf passt, dass sie abgehalten werden, dass sie effizient bleiben und nicht sich irgendwo verplaudert wird und auch für eine wertschätzende, aber offene Kommunikation. Ja, also in diesem Meeting werden so Begrüßungen, ja,
Erklärung der Ziele, was war das Sprintziel, Rückblick vom letzten Treffen und ja, auch so Sachen wie, was hat gut funktioniert, was hat Probleme verursacht, was hat uns nicht so gut funktioniert, was können wir beim nächsten Sprint besser machen, was können wir machen, um die Probleme zu beseitigen, beziehungsweise dass sie nicht mehr auftreten. Festlegen von irgendwelchen Maßnahmen. Braucht es irgendwo Schulung? Braucht es irgendwo Unterstützung? Braucht es irgendwo zusätzliche Reviews oder Sicherheitsnetze etc. etc. Ja, also die Frage, was soll sich beim nächsten Treffen wiederholen? Was sollten wir ändern? Ja, also auch in diesem Meeting das Meeting hinterfragen. Also in diesem Meeting geht es immer um ja, hinterfragen, was läuft gut, was läuft denn vielleicht auch nicht so gut. Was es auch noch gibt, ist ein sogenanntes Sprint Review. Ja, der Product Owner präsentiert den Stakeholder die abgeschlossenen User Stories. Die Rückmeldung von dem kommt wieder in den nächsten Sprint, das Product Backlog entsprechend rein oder sowas in der Art. Ja. Also, wie schaut es denn da schlussendlich aus?